Herzlich willkommen zurück. Jawohl, 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 jawohl. Wir müssen Training. Ne, wir müssen erst immer wachsen. Wachsen, 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 so. Wachsen. 75,59% zum Güte von 200. Jawohl, Training. Extra Training, jawohl. Geschwindigkeitsraus, Speed, Downhill, Wehe, wenn sie stürzen, fahren sie schneller als 208 km/h. Okay, wenn das jetzt mit diesem Pfeil nach unten ist, wissen wir jetzt ja, wie es geht. Und hier kommt ein ganz, ganz neuer Wettbewerb, der den Adrenalinpegel garantiert. Jawohl, das ist das. Gut, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Jagd. Der Speed Downhill. Zack. Wie viel müssen wir haben? 208 oder so? Das war ausbaufähig. Ja, komm, der Start ging in Ordnung. So geht ja gar nichts. 190 Stundenkilometer. Mal sehen, ob er da noch was zulegen kann. Er ist jetzt mit 200 Stundenkilometern unterwegs und er wird schneller. Alter. Mehr war hier heute wohl für ihn nicht. 209,9, ob wir es jetzt geschafft haben. Mal abwarten und Tee trinken. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ich weiß nicht, 209 stand da. Sie haben die Extraaufgabe erfolgreich abgeschlossen. Dafür erhalten Sie 10 extra Punkte. Jawohl, perfekt trainieren. Und wir wollen... Machen wir Technik diesmal. 25, jawohl, das hat ganz schön was gebracht an Technik. Kraft haben wir um 0,7 diesmal zwar nur, aber vielleicht bringt das was. Werden wir mal sehen. Abfahrt, jawohl, 1471 Meter. Co-Kommentators, jawohl, los geht's. Was ist das? Ja, wir möchten das dran teilnehmen und jetzt erstmal auf die. Und nicht dabei sein. Jawohl, 96%. Eigentlich eh ganz gemütlich. Perfekt. Ja, für die Abfahrt hatten wir uns ja noch keine neuen Skier gekauft. Nur für Slalom und Riesenslalom. Für die Abfahrt leider noch nicht. Das ist ja das Nächste, was wir machen wollten. Ui, ui, da lang. Und jetzt hier. Oh, die Strecke hat es aber in sich hier. Kann man nicht so gut einsehen, die Kurven. Oh, passt. Jetzt geht's, jetzt geht's. Jawohl, jawohl, jawohl. Alles super eigentlich. Es sind nicht mehr viele Fahrer. Da hätte ich fast vor dem Wimpel hergezogen. Schön in der Hocke bleiben. Eigentlich geht's ja nicht gerade, ganz ehrlich. Ich bin. Ja doch. Nach vorne geht's rechts. So. Jawohl. Perfekt eigentlich. Klappt, klappt sehr gut. Vorhin war es grün. Mal gucken. Jetzt gleich kommt der nächste Checkpoint. Da gehen wir mal lieber raus aus der Hocke. Das würde reichen für den ersten Platz, wenn, ja, wenn er das Tempo bis zur Ziellinie durchhalten kann. Ja, 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 ich halte das Tempo schon. Oh. Alter, Schnickschnack, Hobel, du. So. Ronau. Oh, ja. Geklappt einigermaßen. Dieser Nebel ist echt heftig. Jawohl, 37 Meter. Oh. Ja, er fährt jetzt ausgesprochen präzise. Auf der Schiene sollte er jetzt bitte bleiben. Ja, bleiben wir schon, bleiben wir schon. Bleiben Sie geschmeidig, junger Mann, bleiben Sie geschmeidig. Hopsa, da war noch ein kleiner Sprung. Jawohl. Damit belegt er fürs Erste Platz 1. Wir sind gespannt, wie sich die letzten Fahrer schlagen werden. Warte, es könnte nur eng werden. Es könnte noch eng werden. Ja, werden wir mal sehen, ob es eng wird. Meine Damen und Herren, ein ganz ordentlicher. Naja, wir sind Platz 1 mit 6 Sekunden. Ja, 5, schlag mich tot. Vorsprung, ja, perfekt. Würde ich mal sagen, wir dürfen als Vierter starten. Jeden Moment müssten wir die Zeiten aus diesem Durchgang reinkriegen. Oh, was für ein schlechter Start. Was für ein schlechter Start. Der sollte es aber doch besser können. Dynamik ist was anderes. Ja, 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 ja. Sag nicht sowas. Na, jetzt versuchen wir hier mal schön eng hier. So, woll. Da haben wir unsere alte Zeit. Okay, um das ja offensichtlich etwas heikle Thema Herminator jetzt mal auszulassen, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine sportliche Vergangenheit. Das Thema Herminator ist für mich überhaupt nicht heikel, solange man seine herausragenden Leistungen, seinen bedingungslosen Einsatz und die Fähigkeit auch nach herben Rückschlägen immer wieder aufzustehen, also solange man diese Punkte anerkennt,
Solange ist es für mich überhaupt kein heikles Thema. Das war eine Ansage von dem. Deswegen habe ich jetzt mal nichts gesagt an den Kommentator. Das finde ich absolut genial. Also das muss man jetzt wirklich mal sagen. Da hat es ihm sogar die Sprache verschlagen. Ich rede dafür weiter hier. So, und wir jetzt sieht es auch ganz okay aus. Noch enger ging es da nicht. In echt berühren sie ja sogar die Teile immer. Erster Platz. Aber Prometer muss er noch oben reißen. Es ist kaum noch jemand oben, aber das sind natürlich alles hervorragende Läufer. Oh, ja, da hat er schon recht. Aber wir machen das trotzdem. Wir machen das. Denn ich bin eins. Eins mit den Skiern. So wie es bei uns auf dem Design steht. Irgendwann klappt alles. Jetzt kommt hier die letzte scharfe Kurve. Jawohl, schön geschnitten. Ui, da müssen wir raus aus der Hocke. Da bin ich zu spät reingegangen in die Kurve. Könnte ich jetzt viel Zeit durch verloren haben. Aber ich glaube, das dürfte die KI nicht mehr schaffen. Und Platz 1 und jawohl, Platz 1, 6 Sekunden Vorsprung. Es sind viele oben, also drücken wir ihm die Daumen. So, nochmal gucken, wie es ausgegangen ist. Jawohl, eindeutig das Platz 1. Das war ein spannender Wettkampftag, oder? Spannender Wettkampf, schon klar, wenn ich Platz 1 hole. 100 Punkte, jawohl. So gefällt mir das, Leute. So gefällt mir das. G-Let's Player, 100 Punkte. Jawohl. Gefällt mir, echt. Sie haben den letzten Wettkampf als erster beendet. Dafür erhalten Sie 200 Erfahrungspunkte und 2500 Euro. Jawohl. Sie haben die Meisterschaft als erster beendet und dafür erhalten Sie 400 Erfahrungspunkte und 2500 Euro. Schick. Juniorliga-Abfahrtmeisterschaft und Juniorenliga-Abfahrtmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind eine Stufe aufgestiegen, Bitte verteilen Sie Ihre neuen Talentpunkte. Ja, gut, das werden wir jetzt auch mal machen. Und jetzt hier mal ein bisschen gucken. Ich sag mal, ja, machen wir hier einfach überall wieder ein. Da haben wir zwar Riesenslalom und Slalom minus, was ja eigentlich am schwieriger ist, aber was soll's. So, wir gehen erstmal wieder wachsen. Ja. Was haben wir denn jetzt an Geld? 12.600. Wir können noch mal ganz kurz in den Shop gehen und uns für... Da haben wir uns ja für A, B und S G, das ist ja Abfahrt-G und Super-G. Haben wir uns schon welche gekauft und Riesenslalom? Ne, für Riesenslalom haben wir uns welche gekauft, aber hier haben wir uns noch keine gekauft. Genau. Und die würden 11.000 kosten und die holen wir uns jetzt auch. Ist auch Hose wie Jacke, was das kostet. Einfach hier kaufen, jawohl, auch anziehen, jawohl. So. So sollte das sein. Und jetzt gehen wir ins Training. Und extra Training, jawohl. So, Geschwindigkeit, Speed, Downhill. Wenn sie stürzen, fahren sie schneller als 205 km/h. Wehe, wenn sie stürzen. Also 205 km/h müssen wir diesmal wieder erreichen. Ja, mein Co-Kommentator. Haben wir ja vorhin auch geschafft, aber das hier scheint anscheinend eine andere Strecke zu sein. Mal abwarten, so 80% haben wir. Ja. So, wir müssen diesen Ball da nur gut in der Mitte halten. Ja, allmählich kratzt er an der 200-Kilometer-Marke. Ja, komm, Bursche, ein bisschen mehr Speed. So, er hat etwas zulegen können, 200 km/h. Eieieiei. Warum haben sie das nicht mit der Maus gemacht? Das wäre richtig cool gewesen. Riesige Leistung, aber immerhin ist der ins Ziel. Ja, wieder 209 km/h. Auf jeden Fall die Extra-Aufgabe wieder geschafft. Perfekt. Ja, so langsam wird es in dem Spiel, wenn ich ganz ehrlich bin. Nur, dass halt, wenn wir springen sollen, das weiß ich noch nicht, wo wir das machen müssen. Trainieren. Und dann müssen wir... Gehen wir wieder auf Technik, Leute. Ach komm, wir gehen jetzt noch einmal auf Technik. Oder wir machen 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir halt so Technik und Kraft. Ja, Technik hat nur 0,3 gebracht. Also in dem Sinne gar nichts. Kraft hat 1%. Es geht schon. Ja, jetzt haben wir nur noch 800. Ab in Wettkampf, wir müssen... Jawohl, Slalom, mal gut, dass wir... Und los geht's. Nee, Slalom hatten wir ja eh schon, die neuen Skier. Jetzt bin ich gespannt, wie es mit diesen neuen Skiern abgeht. Mal sehen, was unser deutscher Läufer heute so vorführt. Ja.
Ich glaube, Slalom haben wir auch noch nicht. Keinmal geschafft bis jetzt. Uiuiui. Uiuiui. Da muss ich mich jetzt aber erstmal dran gewöhnen. Oh, disqualifiziert. Oh, das war ja hart gerade. Na ja, gut. Jetzt kommt der richtige Lauf. Oh. Und jetzt aufpassen hier. Heute nutzt man die Berge lieber für angenehmere Beschäftigungen. Zum Beispiel. Ey, dieser Scheißschatten, der nervte. Weltklasse, das ist Weltklasse, meine Damen und Herren. Meinst du, er hält das durch, Berti? Oh, das wird nicht leicht werden. Oh. Haben wir es gerade richtig vergimmt. Aber wenn man hier aus dem Takt kommt, unter ey, dann... den ersten fünf landet er damit nicht. Dafür führt ihm einfach das Tempo. Ja, ja. Lass mich doch erstmal das Slalom überhaupt erstmal bis nach unten schaffen. Das wäre ja schon mal eine Weltklasse. Es ist echt schwer, also. Wenn man das... Man fährt die ganze Zeit nur Abfahrt. Ja, wenn er so weitermacht, dann spielt er bei der Wertung ganz vorne mit. Oh. Über diese Platzierung wird es... Mamma mia, ey, wenigstens nach unten gekommen, Leute. Eine noch nicht so schnell. Ich muss mich da erst... Das kommt einfach zu selten, dieser Slalom. Also das muss ich wirklich sagen, man fährt nur Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Und dann kommt der Slalom. Schade, dass das nicht ein bisschen verteilter ist. Aber wir sind 14. geworden. Es kommt ja noch ein zweiter Durchgang. Mal schauen, ob wir uns damit noch mit einer Oma arbeiten können. 96% Start, noch schneller. Wäre schon wieder scheiße. Alter, war das schnell. Alter, war ich da schnell. Terminator, hin oder her, plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, Berti. Warum hat man dich eigentlich... Oh! Es kann nicht sein, Leute. Es kann nicht sein. Ich kriege diese Scheiße da doch nicht geschissen. Ja, gut, aber Mann, ein Punkt, 30. Platz, kann doch nicht sein. Mann, ey. Ay. Sie haben den letzten Wettkampf als 30. beendet. Leider gibt es dafür keine Prämie. Sie haben den letzten Wettkampf als 30. bla 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 bla. Jawolla. Ab zum Wachsen wieder. Jawohl, Ihre Wachsmeister erhält eine Mischung von 63,68% zum Güte von 200. Und ab ins Training, Extra-Training. Rasante Abfahrt, schwarze Piste, wehe, wenn Sie stürzen, fahren Sie schneller als 140 km/h, springen Sie während der Abfahrt weiter als 48 Meter. Ja gut, jetzt könnten wir es vielleicht schaffen, sonst haben wir 41 gehabt. Auf die schwarze Piste. Meine Lieblingsdisziplin. Mal sehen, ob wir es diesmal schaffen, die 48 Meter, es wäre ja schon mal imber. Die 140 km/h sind eigentlich nicht so dieses Problem. Uiuiui, da habe ich mich gerade vertan. Wenn das mal gut geht. Uiuiui, komm rum. Hier kann man überall nicht richtig springen. Gleich erstmal gucken, wo man richtig... Hier könnten wir springen, hier mal voll aufladen. Ja, auch nicht. Ja, hier werden wir wohl auch nicht richtig springen können. Das erinnert einen irgendwie an den Film Frankensteins Todesrennen. Naja. Wenn er meint, so. Da sind wir aber zu dicht am Rand lang. Uiuiui, da kommen die Bäume. Irgendwie zählt da hier die Weite... Zeigt er mir gar nicht an, wie viel weit ich wirklich gesprungen bin. Aber ich glaube, das war immer so. Hier im Training so. Mal schauen, mal schauen. Wir haben ja in dem Sinn das erste Mal andere Skier hier runter an. Und daher, vielleicht wenn wir Glück haben, haben wir es wirklich geschafft, die 48 Meter. Ich will es hoffen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich will das eigentlich auch mal schaffen. Da waren es 43 Meter nur. Ja, 43 wohl nur. Das war ja nun absolut herausragend. So was bekommen wir
schnell war es diesmal, 1,55, sonst waren wir immer knapp an den 2 Minuten. Also schnell war es und 43 Meter weiter, Weitensprung leider da nur. Ich muss irgendwie diesen letzten Hügel besser mitnehmen. Aber da muss ich noch ein bisschen üben und dann werden wir das sehen. Ja, hiermit sage ich dann, oh nee, halt, leider konnten wir die Extraaufgabe nicht erreichen. Genau, Training kommt dann erstmal noch und wir lassen einfach alles so. Training beenden. Hä? Training. Trainieren. Ach, wir haben kein Trainer mehr. Ja, ja, das kommt, wenn man zu wenig Kohle hat. Ja, damit sage ich, schaui laui, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, bis denn.